Baumgarten ist Österreichs größte Import- und Übernahmestelle für Erdgas. Das Gas, das hier ankommt, wird gesäubert, gemessen, getrocknet, verdichtet und weiterverteilt. Ich habe gelernt Prozesslehrtechniker und Elektrobetriebstechnikerin und derzeit bin ich eingesetzt als Elektrobetriebstechnikerin. Es hat sich bei mir schon früh gezeigt, dass ich mich für Technik interessiere. Mich hat immer interessiert, wie etwas funktioniert. Ich habe immer gefragt, wie geht das, warum ist das so? Da ich mich schon immer für Technik interessiert habe, habe ich mich bei der OMV beworben als Lehrling. Natürlich, mein Umfeld hat eher skeptisch reagiert, aber wie es sich gezeigt hat, habe ich es geschafft. Man denkt eigentlich hauptsächlich daran, dass Frauen einen Nachteil haben in einem typischen Männerberuf. Aber es gibt natürlich auch Vorteile. Dadurch, dass ich kleiner und zierlicher bin, tue ich mir bei manchen Sachen, zum Beispiel bei Wartungsarbeiten, leichter, an gewisse Stellen heranzukommen, wo meine Kollegen schon längst Probleme hätten. Wir sind für über 1000 Motoren zuständig. Das heißt, wir müssen den ständigen Betrieb eigentlich immer gewährleisten. Und meine Kollegen und ich haben die Schaltberechtigung und dadurch sind wir berechtigt, Spannungen bis 110.000 Volt zu schalten. Das Spannendste an meiner Arbeit ist eigentlich die Vielfalt und das spricht mich eigentlich an. Zurzeit mache ich den Werkmeister und die Matura nach. Natürlich ist das mit sehr viel Aufwand verbunden, aber mich motivieren die Aufstiegschancen innerhalb vom Betrieb. Ich möchte mit Baumgarten und dem Feld in Verbindung bleiben. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Wenn ich aus der heutigen Position zurückschaue auf meine Vergangenheit, dann weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Natürlich ist es ein gutes Gefühl für mich, wenn ich meine Arbeit gut getan habe und weiß, dass Österreich mit Gas versorgt wird.